Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MS-DOS Revisited mit und von eurem Gameblamer. Und heute sind wir hier bei Chaos Engine. Auch richtig geiles Spiel. Lasst euch überraschen, von den Bitmap Brothers. Früher richtig Kultspielemacher. The Chaos Engine, richtig geiles Spiel. Ein Spiel, wo ich mich richtig freue, euch das mal wieder zeigen zu können. Sometime in the last century, an experimenter in time and space created a bizarre machine, the Chaos Engine. Although primitive, the machine became incredibly powerful and turned against its creator. Its power to corrupt time and matter was out of control. A cloud of chaos descended over the land. Humans and animals were turned into ravenous beasts. Someone must destroy the Chaos Engine before it is too late. 6 soldiers of fortune are available for hire. The gentleman, the thug, the preacher, the brigand, the mercenary, the navvy. Ja, einfach schön. Einfach schön. Das ist ein richtig gutes Spiel. Endlich mal. Hab schon so viel Scheiße in MS-DOS Revisited für euch gespielt. Und endlich kommt mal ein anständiges Spiel. One Player und CPU oder Two Player? Wir sind nur One Player, leider. Kann ich das auswählen? Ah, okay. Start New Game. Da. Habe ich ausgewählt. Warum brauchen wir so lang? Das ist wieder klar, weißt du? Ah. Mit Escape? Hä? One Player? Okay. Ah. Keine Ahnung, warum es gerade nicht geklappt hat. Wäre aber mal wieder typisch gewesen, dass wenn ein Spiel, worauf ich mich richtig freue, dass das dann nicht geht. So. Hier kann man sich einen von 6 Spielern aussuchen. Da sieht man da oben halt, welche Werte der hat und welche Werte der eventuell noch erreichen könnte. Wir bleiben bei dem hier. Und als Mitspieler nehmen wir den. Okay. Bisschen klein. Ja, also man schießt hier die Viecher ab, kriegt dafür Geld und dafür kann man sich nachher neue Power-Ups kaufen. Aber ich versuche das Bild mal eben... Oh. Ich versuche das mal eben für euch ein bisschen größer hinzukriegen. Nein, mit Escape geht man ganz raus. Ich muss das Bild mal eben für euch ein bisschen größer machen. Zack. Weil, also da sieht man ja gar nichts. Ja, ein bisschen größer da wird schon sein. So, mal gucken. Soll ja auch noch möglichst alles im Bild sein.
Ja, so geht doch. Ich glaube, die Chaos Engine gab es später auch auf der PlayStation 1. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Obwohl, nee, ich glaube, ich verwechsel das jetzt gerade mit Reloaded. Ist natürlich mit Cursor-Tasten ein bisschen blöd, schräg zu schießen. Aber über sowas hat man sich ja früher nicht aufgeregt. Früher hat einen sowas nicht gestört. Ach ja, was renne ich auch genau in den Reihen? Das gibt's ja nicht. Ach. Ja, bevor wir da unten lang gehen, gehen wir erst nochmal hier oben lang. Oh. Oh. Ah, okay. Special haben wir natürlich auch mit der Alt-Taste. Normalerweise schießen wir hier übrigens mit Steuerung. Nur damit ihr Bescheid wisst. Zack, Level geschafft. Mit Alt haben wir eine Spezialfähigkeit. Ich hatte das so in Erinnerung, dass man nach jeder Welt, glaube ich, sich hochleveln kann. Habe ich wohl wieder falsch in Erinnerung. Im Übrigen, also das Bild ist nicht nur für euch so klein, ja? Auf meinem Monitor ist es genauso winzig. Wow, der Frosch kann aber weit springen. Ja, und natürlich auch genau auf einen drauf, ne? Muss ja natürlich sein. Oh. Waren das alle Leben? Bin ich tot? Verdammt. Das gibt's ja nicht. Two-Player ist natürlich auch toll, ne? Mit zwei Playern an einem PC. War ja auch früher eher nicht so gang und gäbe. Dass man zu zweit an einem Rechner gespielt hat. Ich finde, der PC, der war früher eine sehr große Einzelspielerdomäne. Sehr, sehr ausgeprägt Einzelspieler auf jeden Fall. Ah, guck mal, jetzt habe ich MG. Jetzt geht's ab. Ach. Oh.
Wenn ich was treffe, meine ich natürlich. Node activated. Mein Mitspieler, mein Computer-Mitspieler, der macht das schon ganz gut. Ach. Ja. Ich glaube, wir sind hier schon wieder bei einem Punkt, wo ich sagen kann, wow, meine Erinnerung war schöner als das, was ich jetzt gerade wieder zu sehen kriege hier. Vor allem war meine Erinnerung eine andere. Ich meine, das war damals so, dass man nach jedem Level... Dass man nach jedem Level Waffen upgraden konnte. Habe ich das echt so falsch im Kopf? Ich verwechsel das bestimmt wirklich mit Loaded oder Reloaded. Das war allerdings PlayStation 1. Ich glaube nicht, dass es das für PC gab. Berichtigt mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Ich will ja hier nichts Falsches publizieren. Obwohl wäre ja auch nicht das erste Mal. Ich werde ja, also das kriegt ihr ja gar nicht so mit. Wie oft ich unter Videos von mir korrigiert werde. Ja, da gibt es anscheinend wirklich Leute, die da draußen nur darauf warten, dass ich was Falsches sage, um in den Kommentaren zu schreiben, das ist aber nicht so, das ist ganz anders gewesen. Ganz schlimm ist das bei meinen Es war einmal Videos. Also da ist es ganz schlimm, weil viele nicht kapieren, was ich da sage. Ich sag da ja extra, dass ich das so erzähle, wie ich es empfunden habe früher. Ne, wie meine Erfahrung damit ist und nicht absolut korrekte Konsolengeschichte. Das verstehen viele nicht und verbessern mich dann da so unendlich. Das ist immer ein bisschen frustrierend. Also wer akkurate Videospielgeschichte haben möchte, der muss dann doch woanders gucken. Bei mir geht es um die Seele der Konsolen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es echt besser in Erinnerung gehabt, als das, was sich mir jetzt hier gerade darstellt. Also das ist gerade wieder so enttäuschend. Warum? Ich mache, glaube ich, diese Serie einfach nur, um mich selbst zu enttäuschen. Ich meine, man hat das so toll in Erinnerung, so tolle Erfahrungen, so viele geile Erinnerungen da dran und dann macht man das jetzt an und stellt fest, wow. Also das habe ich jetzt bei MS-DOS-Spielen ganz, ganz besonders stark. Komischerweise habe ich es bei C64er oder Atari 2600 Spielen und sowas nicht. Das ist jetzt bei vielen, also ich glaube, ich habe in meiner Jugend, als ich meinen 486er DX280 hatte und meinen 386er SX20, ich glaube, ich habe da psychedelisch gelebt. Dass ich völlig andere Erinnerungen an Spiele habe, als sie eigentlich sind. Das ist sehr frustrierend. Das ist sogar jetzt so schlimm, dass ich jetzt noch nicht mal
eine halbe Stunde voll machen möchte für das Video, weil ich jetzt einfach total frustriert bin. Ich habe das Spiel so gut in Erinnerung. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht auch, dass ich es mit Loaded/Reloaded verwechsel jetzt gerade. Und das da irgendwie durcheinander werfe, die Erinnerungen. Aber das ist echt. Zieht mich gerade echt heftig runter. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Chaos Engine früher gespielt? Auf welchem System? MS-DOS oder gab es das wirklich noch woanders und ich erinnere mich jetzt irgendwie falsch oder nicht richtig? Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, das würde mich mal einfach interessieren. Was haltet ihr denn jetzt von dem Spiel? Habt ihr das zum ersten Mal gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr weitersehen wollt, wie ich weiterhin enttäuscht werde von alten MS-DOS-Spielen, an die ich mich total toll erinnere, die aber im Grunde eigentlich jetzt, wenn man die heute anmacht, nur eine Enttäuschung sind, wenn ihr das weitersehen wollt, dann vergesst doch das Abonnieren und die Glocke nicht. Also in den letzten Videos seht ihr wirklich immer so mein Herz so ein bisschen brechen, glaube ich. Das ist echt traurig. Ja, also bleibt mir schon wieder zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer etwas enttäuschter und trauriger Gameblamer. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.